Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Ratzen- und Rennen-Bundle von Donatello und Tidal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ratzen und Rennen von Donatello und Tidal, das Ganze am 19. Juli erschienen. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus einem Tape und einem T-Shirt. Nachdem hier beides noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Also einmal das Shirt und natürlich einmal das Tape. 2017 kam ja der mehr oder weniger Vorgänger des Albums, und zwar Du hast geratzt, der damals von Tidal und Donatello kam. Und jetzt, ungefähr 2 Jahre später, kommen sie mit Ratzen und Rennen. So, wir haben hier, selten aber doch in der heutigen Zeit, man sieht sie doch ab und zu noch, eine Kassette, ein sogenanntes Tape. Hier oben lesen wir einmal in schwarzer Schrift 808 Musik und Erotic Toy Records präsentieren Ratzen und Rennen. Darunter lesen wir Donatello und Tidal, und dann haben wir hier diese beiden Herrschaften abgebildet. Also, die Interpreten hier, einmal in weißem Tanktop und einmal in weißem Shirt. So sieht das aus, ganz schlichtes Cover. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Ratzen und Rennen. Dann haben wir links noch einen Barcode, 808 Musik, Erotic Toy Records. Und was ist das? Dieser Stier, den kenne ich mir ehrlich gesagt nicht. Was lesen wir hier? Euter Graphics. Okay, also es dürfte wohl die Person sein, die das Artwork hier beigesteuert hat, hier ganz rechts. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine Kassette, ein Tape in schwarz gehalten. Das Ganze ist weiß beschriftet. Hier lesen wir dann wieder das Label bzw. die Labels und den Albumtitel Ratzen und Rennen, Seite A. Und auf der Rückseite natürlich dann Seite B. Dann kommen wir zur Tracklist. Wir haben hier insgesamt 11 Tracks an der Zahl. 6 auf der A-Seite und 5 auf der B-Seite. Es ist echt schwer zu lesen, weil das recht klein ist, aber wir haben hier die ganzen Produzenten nochmal angeführt. Also bei den einzelnen Tracks, wer hier den Beat beigesteuert hat. Und wir haben auch Features mit dabei, und zwar, wenn ich richtig informiert bin, 2 Stück. Einmal haben wir hier ein Feature bei dem Track Corner von Benz. Und dann haben wir hier unten einen Track, den Bonustrack durch Zeit und Raum mit einem Feature von Funky M. Ja, beziehungsweise nein, es sind sogar 3 Features. Hier haben wir noch ein Feature von Doped Boy. Okay, alles klar. Also, soweit zum Booklet, zu diesem Einleger. Hier finden wir dann die wichtigsten Infos zum Tape. Dann packen wir das wieder rein und kommen zum zweiten Bundle-Inhalt. In diesem Fall ein Shirt. Das Shirt ist in weiß gehalten und hier haben wir dann wieder die beiden Interpreten abgebildet. Es ist vom Cover her ident wie auch das Tape-Cover. Also, so sieht das Ganze dann aus. Auf der Rückseite blank weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190. Und das Ganze, also in meinem Fall in der Größe M. Größe war damals, glaube ich, variabel zu wählen. Und wir haben hier 100% Baum. Moment, ist jetzt etwas unscharf. So, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Sowie natürlich auch das Tape mit insgesamt 11 Tracks und 3 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Ratzen und Rennen von Donatello und Tidal. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Donatello und Tidal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.